Die Gauliga Westfalen 1933/34 war die erste Spielzeit der Gauliga Westfalen im Fußball. Die Meisterschaft sicherte sich der FC Schalke 04 mit 10 Punkten Vorsprung auf die punktgleichen Mannschaften SV Höntrop und SuS Houston 09. Schalke qualifizierte sich für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft, welche sie durch einen 2:1 Finalsieg über den 1. FC Nürnberg gewann. Die Abstiegsränge belegten die Sportfreunde 95 Dortmund und Arminia Bielefeld. Aus den Bezirksligen stiegen Westfalia Herne und Union Recklinghausen auf. Abschlusstabelle. Aufstiegsrunde.